Im Birksheim Mama hat Spanselös gemacht. Ja, hier. Da läuft die Kamera an, Dirk, man sieht dich nicht mehr. Dirk, dann ein Dankeschön an die Ursula, gell? Gut. Jetzt geht's ran. Das hatte ich das letzte Mal gegessen. Ich glaube, da hat meine Mama oder meine Oma gemacht. Das ist schon ewig her. Esst und wird's kalt. Jo, ich gehe ja schon ran. Dirk, was ist los? Ich war doch heute schon mal bei dir. Ja. Wie weit bist du denn jetzt? Bis auf die Batteriekaste bin ich fertig. Soweit. Du hast ja schon alles zusammengeschraubt hier. Ja, morgen kommt noch der Elektriker. Ja. Das kann dir das alles fein anklemmen. Das Rücklicht ist geil, ne? Das ist schön. Das habe ich ausgesucht. Das ist schön. Aber du hast einen Halter gebaut. Ja, warum gibt es da keinen Halter dafür? Das ist doch auch blöd, ne? Damit der Dirk einen Halter baut. Mit Nummernschildbeleuchtung. Integriert. Hast du schön gemacht. Und die Blinker hast du auch montiert? Ja, jawohl. Hab ich aber auch angeklemmt schon. Ja, die will der Kunde ja so haben. Die Sitzbank, weil der hat so kurze Beine, die ist vorne schön schmal. Ja. Ja. Das sieht gut aus. Kotflügel vorne, das Auto drauf, passt schon. Ja, das sieht auch. Das machst du ja so wie immer, ne? Ja, die Spezial. Also die Halter, die haben wir bei der 750 neu. Ah, wir haben jetzt neue, die sind schöner, gell? Ja. Ah, Leute, das muss ich euch zeigen. Das ist so fett, immer oder? Scheiße, aber egal. Das ist, denen ist das schön. Ja, das sieht jetzt gut aus. Jetzt hattet ihr gerade mal angezeichnet, wo der weiße Strich ist, das wird abgeschnitten. Aber wie machen wir das mit der. Hier mit dem Dings, hast du schon eine Idee? Ja. Dann machst du Stutzbech rein. Dann setzt du das hier in die Rundung. Vielleicht eventuell ein bisschen breiteres Schutzbech. Ja. Da unten machst du in die Schwinge. Das machen wir hier, befestige ich mal das in die Schwinge. Ja. Und mache das dann ganz flach hier, im Radius her, so meinetwegen. Ja. Und da hinten machst du auch Streben, hast du gesagt, gell? Ja, irgendwie. Da muss man aus Rundeisen, sechster Rundeisen, machen wir irgendwie Strebe hier unten. Ja. Die ich vielleicht dann das haben wir jetzt, glaube ich, so noch gar nicht einmal gemacht, oder? Nee, das ist jetzt nur mal so, weil wir haben immer das Problem. Wo willst du denn hingehen? Hast du einen Plan? An die Stoßdämpfer oder hier vielleicht, an die Halterung. Das ist bei der 750-Gabel an der Schwinge immer gut, schön hier. Da kannst du was machen. Ja, genau. Das sieht doch gut aus. Weiß ich aber noch nicht. Ja, gut, das sehen wir dann. Mal nach Tour schlafen. Genau. Dirk macht gerade Halter. Geht durch das hintere Schutzbech bei der 750. So, jetzt habe ich es natürlich gepackt. Jetzt muss ich das hier nachvertonen. Weil ich habe da Musik unterlegt gehabt, die ist nicht genehmigt. Und somit ist mein Film, den ich schon vor 2 Stunden hochladen wollte, nicht klar. Der Dirk, der steht auch eben gerade neben mir. Hier bist der Halter, Dirk. Ja. Das ist doch einmal frei, wie du das da wieder, wie du das wieder zusammen da. So wie das hat gemacht. Ja. Wo hast denn das Gerät da eigentlich her, da, wo du da hast? Das sieht doch aus wie so. Das ist so eine Biegevorrichtung. So eine Biegevorrichtung. So Werkzeug muss ich halt selber. Die hast du ja mal selber gemacht. Ah, jetzt kommt es hier ins Schutzbech rein. Das machst du alles einfach so, gell? Da brauchst du kein. Ein bisschen auf Maß, dann. Hier, guck, Leute, guck, der Dirk hat den Zollstock wieder in der Hand. Dirk. Jeder hat Messgeräte und so weiter, du immer mit deinem Zollstock, ne? Das reicht. Ja, du kommst ja damit auch klar. Und so ist halt einfach Handarbeit, ne? Und ich habe jetzt diese Szene da relativ lang gefilmt, damit die Spezialisten sehen, wie das hier alles immer so geht. Das haben wir daher auch ganz verworfen, wo wir eben gerade noch da rummachen. Wir haben die Strebe ganz woanders dahin gemacht. Ja, ist nur so ungefähr, was man da halt eben gerade so hinzeige. Gut, und das Ganze Fertige zeige ich erst, wenn das Motorrad fertig ist. Und jetzt tue ich das halt alles nachvertonen. Pumpe 7. Das machen wir alles so nach Feierabend. Ja. Das schreiben wir noch hätte mal auf. Das machen wir einfach so, weil wir nämlich geil sind. Eigentlich nur so ein Probelauf jetzt und jetzt steigere ich mich wieder rein. Nee, du steigerst dich jetzt nicht mehr rein. Wir machen dann morgen weiter. Du hast einen schönen Halter geboren. Das muss ein anderer erst mal so hinkriegen. Feierabend jetzt. Guido, was sagst du da dazu? Du hast einen geilen Freund hier. Ja, alles gut soweit. Der Guido ist nämlich der Freund vom Dirk. Und er freut sich immer, wenn er den zugucken kann. Ja. Was wir eben noch so ausgepuffelt haben, das habe ich ja nicht gefilmt damit. Die müssen ja nicht alles gleich wissen. Was denn? Mit dem Halter, was wir eben gerade gezeigt haben. Da hast du eben gerade nochmal, wo ich die Kamera aus hat, nochmal ganz andere Ideen gehabt.
Und du sagst selber, das macht dir jetzt auch Spaß, weil so haben wir es noch nie gemacht. Ne? Nee, ist mal was Neues. Ja. Mal was Neues ausprobieren. Genau. Ihr Leute, und das zeige ich euch erst, wenn es fertig ist. Spätestens am Freitag. Nee, wenn dann das Motorrad fertig ist, meine ich. Das dauert, noch, so, das dauert ja, noch ein paar ja, Jahre. Ja. Ihr kriegt das, die werden jetzt erstmal einfach nur so ein bisschen angefüttert. Und wie das dann im Endeffekt ist, so macht ihr das. Zeige ich mir dann, wenn es fertig ist. Das dauert aber noch. Müssen erst noch zum Sattler, muss man sich was ja, das dauert machen. Ewig, ja. Dauert. So, jetzt haben wir das hier mal alles schön sauber geschliffen. Hier und hier ist so ein kleiner Einschuss. Und jetzt tun wir das mit zwei Komponente Kleber kleben. Metallkleber. Guck mal, das sieht doch jetzt sauber aus. Das haben wir jetzt mit zwei Komponente hier schön dicht gemacht. Das sieht doch besser aus, wie es erst war. Das war doch alles Max. Wenn das jetzt noch lackiert ist, das sieht man gar nichts. Hast du, wo du jetzt gebaut hast? Ja. Sag ich mal, lass mal. Den machen wir wieder unten rein. Ja. Passt dann hier so rein. So. Sag mal, ohne die Befestigung. So links und rechts. Du hast eine Schraube. Dann machen wir Schraube rein. Da sind nur so zwei Laschen an dem Hauptständer. Ja. Und dann wird das angeschweißt. Also angeschraubt hier und da drin. Da wird es verschraubt. Halte mal in das Hand oder so. So wird es rein. Also dann wird es hochgeklappt. So. Ja, oh, das sieht mir jetzt schlecht hier. Okay. Ja, jetzt hängen die Kabel. Na gut. Komm her, fotografieren, wenn es fertig ist. Hier, hör mal. Mit den Batteriehalter gehen wir doch in Serie für 750s. Da habe ich ja schon mehr gemacht. Aber dann, wir machen die halt immer anders schon. Ne, jetzt machen wir nicht mehr anders schon. Ja, bei dem jetzt bleiben die so. Bei Honda 750? Ja, haben wir ja öfters mal schon mal gehabt jetzt. Genau. Und das da hier, das Blech, das ist die Abdeckung oben. Die kommt dann auf die Schwinge. Kommt dann hier oben drauf. Ja, kannst du auch gerade mal hinhalten. Hier so leicht gekantet, weil das ein wenig schräg ist. Ja. Wird dann hier hinten unter den Gummi geschoben von der Kette. Ja. Und da ist das auch schön abgedeckt. Und wenn man mal die Batterie laden will oder irgendwas, kann man ja, gut, kannst du von unten, kommst du ja auch dran. Kann man von unten auch dran. Mit dem Ladekabel, genau. Da ist das Loch zu. Ja. Machen wir hier zwei Schräubchen rein. Genau. Jetzt müssen wir noch das Schutzblech da hinein zaubern. Ja, haben wir ja gestern schon mal hingehalten. Ja, genau. Das gucken wir nachher nochmal. Bin mir jetzt gar nicht sicher, ob ich da jetzt schon mal was im Wochenrückblick reinmache, aber das ist die Suzuki vom Stefan. Wir haben jetzt hier die Sitzbank fertig. Da hinten ist die Nummerschildbeleuchtung. Hier, einwandfrei. Sitzbank. So, die Seitendeckel haben wir jetzt so designt. Das sieht so aus. Das sind übrigens die Blinker. Da ist alles drin. Blinker, Rücklicht, Stocklicht. Gut, was haben wir hier noch? Das ganze Ding muss jetzt eigentlich nur noch lackiert werden. Es wird mattschwarz. Und damit wird halt die Frontmaske auch noch mit auf mattschwarz lackiert. Und da haben wir das Ding dann eigentlich auch am Start. Kommen wir noch ein paar Spiegel drauf. Das wäre noch ein paar. Das gibt ja, ist ja keine Vollrestauration, das Motorrad. Da müssen wir noch so ein paar Kleinigkeiten machen. Na, das sieht man jetzt nicht. Ich habe da finde ich dann, da unten das Bremsgestänge ist ein wenig rostig. Das macht der Stefan alles sauber. Und das Hinterrad muss doch richtig perfekt sauber gemacht werden. Und da ist der Ofen dann auch startklar. Ja. Heute haben wir gekriegt einen Motor von der alten Kawasaki, eine Z900. Das ist jetzt das erste, was er heute gebracht hat, der Motor. Der Rest kommt jetzt noch. Der hatte mal einen Unfall gehabt. Wir gucken gerade mal auf den Motor. Das Ding liegt jetzt schon seit über 10 Jahren irgendwo in der Ecke. Das ist halt nicht so besonders gepflegt, ist klar. Hier der Deckel ist kaputt durch den Unfall. Den tut er aber selber ordern. Was wir dann machen, ist das erste Mal, weil der Motor ist das erste, was wir haben angeliefert kriegt. Er wird gesandstrahlt und wird wieder neu lackiert. Und wenn dann der Rest kommt, dann bauen wir schon Motorrad für ihn. Ja, heute habe ich nochmal die Honda hier mir zur Post genommen. Die ist von dem Andreas aus Hamburg. Da haben wir den Tank so lackiert, das wollte Andreas gern so haben. Was habe ich noch gemacht? Die Gabel, die war so lasch. Da habe ich jetzt erstmal oben Verlängerungen reingemacht und habe ein bisschen mehr Gabel reingemacht. Muss noch ein bisschen, muss noch mal mitfahren. Und was ich da dabei entdeckt habe,
Der Kupplungszug. Der Kupplungszug, der sieht immer richtig scheiße aus. Glück gehabt, dass da nicht, dass der nicht gerissen ist. Da hat noch mal drei Fäden gehängt. Habe ich aber jetzt neue bestellt. Das wird wahrscheinlich die Woche auch noch fertig. Gut. Die 750, die haben wir mal gemacht ungefähr vor 3-4 Jahren. Was haben wir hier noch? Gut, dem Holländischen, dem Holland, also die Maschine aus Holland, die ist ja nicht mehr Holland. Da haben wir noch keine Zeit gehabt. Hier ist ein Paket, da sind ein paar Teile drin. Dann haben wir hier die BMW, das ist meine. Die habe ich jetzt winterfest gemacht. Die vom Steffen. Das sind wir auch dran, weil die tut nicht über die Lichtmaschine laden, wenn das Licht an ist. Da haben wir schon festgestellt, dass der Regler kaputt, da haben wir erstmal neue bestellt. Zu dieser 1100er BMW, das ist irgendwie, naja, spezial, sag ich jetzt mal so. Da sind ein paar Empfindlichkeiten dran. Aber der Besitzer, der muss sich halt einfach bei mir persönlich vorstellen, weil da mit E-Mails ist da nicht viel zu machen bei mir. Da komme ich auch nicht weiter. So, und das ist das Motorrad von Christian, die BMW. Da habe ich letzte Woche schon mal einen Wochenrückblick drin gehabt, dass er läuft. Aber hier ist auch ganz große Katastrophe mit der Elektrik. Da habe ich jetzt beim BMW Bayer Teile bestellt. Da hoffe ich, dass die spätestens Ende der Woche da sind. Aber wir haben ja schon, also ist ja schon Donnerstag. Die wird wahrscheinlich dann nächste Woche erst fertig werden. Gut. Wenn die BMW dann fertig ist, dann habe ich auch einen schönen Komplettfilm. Den lade ich dann natürlich auch hoch. So mache ich ja immer mal so Kleinigkeiten zwischendurch. Dirk hat heute Abend noch alles vorbereitet zum Lackieren für Moje. Vom Guido seiner 57er 750. Das gibt auch schon den. Jo, dann bis dann. Es ist wieder lustig. Heute war einer da, er heißt Wolfgang. Und hat mir gebracht eine zerlegte CX500. Jetzt guckt euch den ganzen Scheiß an. So kommt der Gammel an. Es ist ein Rahmen. Pro Link. Ne, seht ihr ja da hinten. Da müssen wir was Schönes machen. Da sind so die Kisten. Da sind alle vergammelte Stoßdämpfer drin und alle vergammelte Schraube. Na, hier ist noch so ein Kistenschrott. Das ist die Auspuffanlage, ne? Ein Traum. Ein Traumauspuffanlage. Ja, das macht richtig Spaß. In der anderen Kiste ist der Kühler drin. Und auch so ein paar Kleinigkeiten. Beziehungsweise Luftfüllerkasten. Kühlerlicht hier. Das ist der Tank von der ProLink. Der soll aber nicht mehr drauf. Da wollen wir mal gucken, was wir da zaubern. Und das ist der Motor. Wolfgang sagt, er lief. Gut. Wir sehen's. Er ist in einem Traumzustand. Das Motorrad stand irgendwie jahrelang neben dem Carport, nicht unterm Carport, neben dem Carport. So sieht das aus. Und da muss jetzt wieder was gemacht werden. Das soll irgendwie wieder schön werden. Ja. Dann ist es doch genau hier richtig. Den machen wir doch wieder schön. Wolfgang sagt, er kommt dann. Der kommt nur aus dem Bayerischen. Und hilft mit. Da würde er erstmal gucken. Weil er die ganze Schraube polieren muss. Die Fingerblute. Und er ist jetzt in Rente gegangen. Und die Rente geht hier drauf. Ich habe gefragt, was seine Frau so sagt. Hat er gelacht. Sie schafft noch. Gut, die ist vielleicht auch froh, wenn es ihm los ist. Der bleibt dann halt hier. Er spielt heute ganz nah am Handy rum. Das gewöhnt man hier natürlich ab. Ne? Das Ding kriegt er gerade abgenommen. Der hat hier noch mit uns Spaß, wenn es hier losgeht. Ich höre heute Abend krass Musik. Hab eigentlich volles Programm hier. Bin alleine. Und da fällt mir gerade so ein, wir könnten doch eigentlich wieder mal eine Werkstattparty machen. Das habe ich eigentlich schon lange nicht mehr gemacht. Nichts Großes.
nicht Liveband, gar nichts. Es gibt ein paar heiße Würste. Es gibt Hochstift-Pilz. Es gibt Hochstift-Alkoholfrei. Es gibt noch Wasser und sonst gar nichts. Ansonsten hören wir uns schräge Musik an. Machen vielleicht manchmal einen Film drauf auf den Bildschirm da oben, wo wir uns selber feiern, was wir so angestellt haben. Und sonst relax, gar nichts. Weißt du, keine Show, gar nichts. Einfach mal so Ausklang. Und ich habe hier oben ungefähr 10 Betten, die wo dann halt doch zu viel von dem Gerstensaft getrunken haben. Und auch die, bringt alle euren Schlafsack mit, sind zwar Bettdecken da, aber bringt mal vollsalber mit, weil vielleicht bleibt ja mehr da, die wo kein Bett mehr finde, damit ihr euch wenigstens euren Schlafsack kuscheln könnt. Ich hätte da mal so richtig Bock drauf. Und ihr wisst ja, wo ich daheim bin. Wenn ihr darauf Auslust habt und wollt auch vorbeikommen, dann tut mir halt immer so Kommentare schreiben, damit ich das so ein bisschen einsortieren kann. Aber bitte nur Leute, die wo es ernst meinen. Weil ich muss ja dementsprechend die Würstchen kaufen. Es gibt nur heiße Würstchen, keine Show. Es gibt Brot oder Brötchen, mehr haben wir nicht. Ansonsten babbeln wir dumm Zeug, trinke einer und Arsch lecken. Sag Bescheid. Ja, ich meine das echt ernst. Guck mal, da kommen zwei ganz Liebe, die bringen mir ein Weihnachtsgeschenk. Ein Ostergeschenk. Das ist so die Nikolaus-Kappe. Mit Mütze. Ja, mit und, Mütze. Was ist das Weihnachtsbier von Hochstift? Ja. Ah ja, das habe ich ja noch nie getrunken, das ist ja ein Traum. Extra. Dankeschön, ihr zwei. Und die Mütze ist selbst gestrickt. Ah, ehrlich? Ja. Du? Ja, freilich. Und du hast die Nadel gehalten? Ich habe meine Nadel gehalten, ja. Schön. Ein Traum. Dankeschön. Lass es dir schmecken. Danke. Ich muss noch ein bisschen austrocknen. Ich habe mir schon mal hier drüber gestellt. Morgen früh geht's rund. Da wird der Apparat zusammengeschraubt. Die Schrauben sind gefettet und gereinigt. So, und den Motor haben wir auch lackiert. Hier ohne rum nur, weil oben hat er nämlich noch ganz gut ausgesehen. Grüß dich, Stefan. Dirk, hier unserem Spezial-Güllepumpe-Spezialist. Ja. Der hat jetzt ganz große Vorstellungen mit Lenker. Nee. Wer dann ernst? Ja, will das so haben. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Dirk. Nicht so rum. Bist du ihr? Ja, für dich wäre das top. So? Ja, für dich wäre das gut. Das wäre für den bestimmt auch gut. Ah, nee. Du kannst der ja hat, mal. Der hat gar nicht so einen dicken Bauch gehabt. Kannst ja mal spaßhalber so dran machen. Ich kann ja mal fragen, aber er will ja, was er erzählt hat, er will ja so. Ja. Der will so fahren. Sind wir hier beim Werner-Film oder was? Hä? Wie sieht das aus? Ja. Scheiße. Das sieht total bescheuert aus. Also. Weiter nach vor, weiter vorne noch? Der voll geht denn, ich hab jetzt die Gabel durchgesteckt. So der ist gut. Der hat lange Arme, ja. So ist gut. Machen wir das. Ich versuche den zu überreden, dass man den so dran schraubt. Ich würde ihn mal so dran schrauben, so provisorisch. Ja, genau. Haben wir Feierabend für heute, wir haben Freitag. Wir haben noch nicht einmal halb fünf jetzt, komm. Das drehen wir nicht durch. Wir machen jetzt noch ein paar Meter. Meter. Geil. Super. Einfach geil. Dann müssen natürlich noch die Dinger hier drauf. Das ist nur noch in Arbeit hier. Ja, geht sei ausblöfen. Der Stefan kann es nicht abwarten, gell? Ja, das musst du jetzt erst mal hören, das motiviert mir doch. Hundertprozentig. Okay. Ja, also das Gröbste ist gemacht. Bei dem Apparat sind noch ein paar Kleinigkeiten wie Sattelarbeiten. Der Tank, der soll noch lackiert werden. Wobei der sieht richtig geil aus. Guck hier, mit Glitzerlack. Hat eigentlich was, aber gut, er will ein Rot.
Auspiff. Die anderen waren ja vergammelt und verrostet. Das ist ein Scheißdreck. Habe ich noch ein paar gefunden. Die sehen ganz gut aus. KNN-Luftfilter habe ich bestellt. Die sind noch nicht da. Die kommen hier noch dran. Die Platte haben wir dran gemacht. Der Partystopper haben wir auch dran gelassen hier. Ne? Das ist noch so das Teil, wo halt da schon dran war. So, ansonsten halt Rahmen lackiert, die Räder, die Gabel, vorne der Alukotflügel montiert. Die Lampe haben wir halt entrostet, das war halt lauter Rost da drin. Elektrik müssen wir jetzt noch machen. Die Blinker sind dran, die kleine. Hinten vorne dieselbe. Dann haben wir den Lenker geändert. Also er wollte ja schon einen Chopper-Lenker haben, aber wenn jetzt so ein Extrem wie drauf war. Der Tacho von TNT ist da jetzt drauf. So, das ist jetzt erstmal soweit. Wenn der Mr. Elektronik kommt, dann macht er vorne noch die Elektrik. Da habe ich nämlich jetzt echt keine Nerven mehr dafür. Und dann kommt er zum Sattler. Dann ist er bald fertig. Vergaser, Riesenprobleme, nur mal so, was man alles noch so hatte, wo wir gar nicht erst mit gerechnet haben. Vergaser, Riesenprobleme. Elektrik, gab es auch noch mal einen Elektrikbrand da drin. Da war was in Ordnung. Dann Anfertigung von gewissen Teilen, sieht man alles im Film. Rahmen wird gesandstrahlt und. Also wir stehen momentan bei 50 Stunden. Es kommen noch ein paar dazu. Aber so im Grobe 50 Stunden haben wir. Die ganze Schraube wurde gereinigt, das war ja alles Schrott, ne? Gut, jetzt beschließe ich erstmal und ich setze den Film jetzt auch so hoch, weil bis dir vom Sattler kommt, das dauert alles noch. Tschüss.